Hallo ihr Lieben, Salamu alaikum und herzlich willkommen zu Folge 2 von So schön anders. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, wenn ihr auch zum zweiten Video durchgeklickt habt. Wenn ihr das Einführungsvideo noch nicht gesehen habt, dann geht nochmal zurück auf meinen Kanal und schaut euch das allererste Video an. Die Videos sind auch durchnummeriert, damit ihr die Folgen nicht durcheinander bringt. In der ersten Folge habe ich ein bisschen erklärt und erzählt, warum so schön anders so lange, warum es so lange still war und dass es jetzt wieder losgeht, aber ein bisschen anders, als es früher war. Und ich habe euch ja versprochen, in der zweiten Folge wird es um das Thema Aha-Menschen gehen. Und das ist genau das, was wir heute besprechen wollen, nämlich was sind Aha-Menschen und was hat das mit uns als Autisten, ADS, ADHSler oder Hochsensible, was hat das Ganze mit uns zu tun? Also Aha-Menschen. Wenn euch der Begriff noch nie untergekommen ist, dann ist das ganz normal, weil ich habe diesen Begriff gerade erst erfunden. Ich bin sehr kreativ. Ja, es geht einfach darum, in meinen Videos geht es ja ganz oft, beziehungsweise immer, es geht immer um entweder alle drei oder eins von den drei Menschen aus der Kategorie ADS, ADHS, hochsensibel oder Autist, okay? Und ganz ehrlich gesagt, weil diese Begriffe bei mir in den Videos so oft fallen und fallen werden, ist mir das zu langwierig und zu anstrengend, jedes Mal zu sagen, Menschen mit ADS, ADHS, Hochsensibilität oder Autismus, okay? Das nervt, das langweilt mich. Von daher brauche ich eine kürzere Version davon. Und diese kürzere Version ist AHA. Also das A steht für ADS oder ADHS. Das H steht für hochsensibel und das zweite A steht für Autismus. Okay? Weil diese drei Gruppen von Menschen stehen im Fokus bei mir, bei den Podcasts, die es hier bei So schön anders zu hören gibt. Also Aha-Menschen sind also Menschen mit eins von diesen drei oder mehreren von diesen drei Sachen, die ich gerade genannt habe. Und das Perfekte einfach ist, was so toll passt, Aha ist einfach auch in anderer Hinsicht einfach eine tolle Abkürzung. Erstens mal, weil Menschen wie wir, die zu den Ahas gehören, wir haben, glaube ich, öfter als der Durchschnitt Aha-Momente im Leben, weil wir ja doch schon sehr, sehr starke und genaue Beobachter unserer Umwelt sind und uns oft Sachen auffallen und Kleinigkeiten, Details, Zusammenhänge, viele Sachen fallen uns auf, die ja an anderen Leuten oft vorübergehen, die nicht so eine Symptomatik haben wie wir. Einfach weil wir halt, ja, wir sind so gepolt einfach. Wir achten auf Details und Zusammenhänge und wir haben ganz, ganz oft im Leben Aha-Momente. Und deswegen finde ich, passt Aha auch aus dieser Perspektive gesehen, von dieser Hinsicht her, passt es super, weil wir oft Aha-Momente haben. Und auch die Außenwelt, die Umwelt, sage ich mal, die nicht so sind wie wir. Wir sind ja so schön anders, okay? Wir arbeiten daran, dass wir keine Minderwertigkeitskomplexe mehr haben. Die anderen, die alle nicht so schön anders sind. Nee, Quatsch. Ich mache nur Spaß. Alle Menschen sind schön und alle Menschen sind anders. Aber ich meine jetzt die Menschen in unserem Umfeld, die nicht die gleiche Symptomatik wie wir haben, die beobachten und nehmen uns auch wahr manchmal mit so einem Aha-Effekt. Also wenn die wirklich mit so einer Offenheit und mit einer Neugierde auf uns schauen, auf uns zukommen, wenn die wissen, dass bei uns irgendwas im Raum steht, zum Beispiel Autismus oder ADS, ADHS, oder auch wenn man nur sagt, ich bin ziemlich sensibel, okay, wenn man gar nicht mal das Wort hoch noch mit dazu nimmt, sondern wenn man einfach nur sagt, ich bin ziemlich sensibel. Die da immer noch offen dann dafür sind und die das Ganze mit Neugierde und mit einer Offenheit betrachten, wenn die uns dann in unserem Leben genauer betrachten und so uns besser kennenlernen und sehen, wie wir sind, dann haben die, glaube ich, auch oft Aha-Momente.
Also wir selber haben Aha-Momente, wenn wir die Welt betrachten, aber auch unsere Umwelt, wenn sie uns genauer betrachtet, hat auch Aha-Momente. Von daher finde ich die Abkürzung Aha einfach perfekt. Sie ist einfach rundum gelungen, okay? Also ihr könnt mir gerne jetzt viele Likes auf mein Video geben für diese gelungene Abkürzung, die ich mir ausgedacht habe. Und einfach, was ihr euch merken könnt, wenn ich jetzt in Zukunft über Ahas rede, dann meine ich damit Menschen, die Autisten, Hochsensible, ADSler oder ADHSler sind. Okay? Deswegen die Abkürzung AHA. Gut, jetzt wollte ich noch kurz ein paar Worte dazu sagen, warum ihr sozusagen so schön anders schauen sollt, hören sollt. Was ist euer Mehrwert, wenn ihr euch meine Podcasts anhört? Weil es gibt ja wohl, sind wir mal ehrlich, es gibt viel, viel Info im Internet. Zu den Themen Entschuldigung, Autismus, Hochsensibilität und ADS und ADHS. Also da ist kein Mangel, okay? Warum jetzt solltet ihr euch genau meine Videos, meine Podcasts anschauen? Was ist euer Mehrwert davon, okay? Und dann möchte ich nur kurz zwei Sachen sagen, für die, die noch nicht sicher sind, ob sie meinen Kanal abonnieren sollen oder ob sie sich meine Videos reinziehen sollen oder nicht. Die erste Sache ist, es gibt nicht so wahnsinnig viel Info auf Deutsch. Das ist auch der Grund, warum ihr die Inhalte, die ihr bei mir findet und die Sachen, die ich euch sage, die sich auf meine Recherche und mein Lesen von wissenschaftlichen Büchern und auch das Hören von wissenschaftlichen Talks und Vorträgen und so zu dem Thema, was ihr von mir da hört, ist ganz oft von mir ins Deutsche übersetzt sozusagen oder die Bedeutung davon für euch ins Deutsche übersetzt, nachdem ich mir ein Buch oder einen Vortrag auf Englisch angehört oder gelesen habe, okay? Weil es ist einfach so, die Forschung heutzutage findet einfach hauptsächlich in Englisch statt, auf Englisch statt, nicht nur in diesem Bereich, in jedem wissenschaftlichen Bereich im Grunde. Und man kann da auf Deutsch nicht so wahnsinnig viel finden. Was man auf Deutsch halt immer findet, sind zeitverzögerte Sachen. Also wenn du auf Deutsch was liest, ein Buch oder ja, sogar wenn du, ich weiß nicht, ob es Podcasts gibt, muss ich mal recherchieren, andere Podcasts zu dem Thema. Jetzt nicht YouTube-Videos, sondern ein Podcast. Jedenfalls, was du auf Deutsch immer bekommst, ist meistens im Vergleich zur englischsprachigen Literatur so mindestens 3 bis 5 Jahre zeitverzögert. Okay? Also wir sind jetzt in 2021. Was du auf Deutsch findest, ist ungefähr auf dem Stand von 2016 bis 2018 oder so. Oder noch älter. Okay, also die Sachen auf Deutsch, bis die hier ankommen und übersetzt wurden und pipapo. Und ein Verlag das überhaupt drucken wollte oder jemand in der Forschung sich detailliert auf Deutsch damit befasst, da vergeht wahnsinnig viel Zeit. Der Vorteil ist, dass ich halt gut Englisch kann. Ich bin ja auch Amerikanerin, ich bin Deutsch-Amerikanerin, deswegen spreche ich Deutsch und Englisch beides gleich gut und ich lese solche Sachen grundsätzlich immer nur auf Englisch. Es sei denn, mir kommt mal was zwischen die Finger, was auf Deutsch ist und was sehr zeitnah, sage ich mal, rausgekommen ist. Aber ansonsten lese ich solche Sachen standardmäßig auf Englisch. Und dann bin ich eigentlich, da bin ich einfach näher am Puls der Zeit und dann kann ich euch auch Infos geben, die mehr auf dem Stand der Dinge der Wissenschaft sind. Okay? Und gleichzeitig habe ich auch, weil ich mich schon so lange damit beschäftige, hab ich auch noch, ich habe zum Beispiel Bücher zu Hause, ganz alte Bücher von Forschern, die Wissenschaftlern, die über ADS und ADHS geforscht haben in den USA, das war in den 70ern noch, 1970er Jahre. Okay, da haben die damit angefangen und die arbeiten bis jetzt heute noch. Ihre Website gibt es immer noch, ihre Bücher gibt es immer noch. Das ist der Wahnsinn. Also, ich versuche wirklich, da so an die Roots zu gehen. Okay? Ich gehöre nicht zu dieser Schiene von Menschen, die jedem, der ein bisschen auffällt, gleich ein ADHS verpasst und dann mit dem guten Rat, ja, am besten lässt du dir Ritalin verschreiben, dann wird alles besser. Von der Sorte bin ich nicht. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand Ritalin nimmt, um Gottes Willen. Manche Leute brauchen es und für manche ist es zu bestimmten Zeiten, vielleicht nicht ihr ganzes Leben lang, aber zu bestimmten Zeiten sinnvoll. Das ist nicht mein Punkt. Ich meine nur, ich versuche das Thema in seiner Tiefe und in seiner
Weite zu erfassen, okay? Weil das Thema ist viel tiefer als nur Ritalin oder viel tiefer als nur das Kind ist viel zu unruhig im Unterricht, okay? Es geht viel, viel, viel tiefer als das und ich versuche das Thema in seiner Tiefe zu begreifen. Genauso bei Autismus, genauso bei Hochsensibilität. Dabei wären wir jetzt schon beim nächsten Punkt. Was ist anders bei so schön anders? Also was ist der Vorteil oder den Mehrwert, den er hier bekommt? Und zwar, ich habe da ein bisschen recherchiert auf YouTube und ich habe tatsächlich, ich habe nur YouTube jetzt geguckt. Im Internet weiß ich nicht genau, im sonstigen Internet, wo schriftliche Sachen verfügbar sind. Aber auf YouTube habe ich niemand anderen gefunden, der zu dem Thema was sagt und der, sage ich mal, diese drei Symptomatiken zusammenfasst als eins. Okay? Du kannst auf YouTube viele Videos zu Hochsensibilität finden. Du kannst auch viel finden zu ADS oder ADHS, mehr ADHS, okay, weil dieses ganze Hyperaktivitätsding, das ist halt sehr ja, modern im Moment. Da findest du sehr viel und du findest auch relativ viel so mäßig zu Autismus. Okay? Ich kenne aber niemanden, der dir was erklären kann zu diesen drei Sachen zusammen, warum die und wie die zusammenhängen. Weil, und das wundert mich ein bisschen, und es hat vielleicht mit der deutschen Sprache zu tun, weil in der englischsprachigen Forschung ist es eigentlich klar, schon seit langem, seit über 10 Jahren eigentlich, müsste jetzt die Jahreszahl nochmal genau nachschauen, aber sagen wir mal Auge mal Pi, so ungefähr 10 Jahre oder noch mehr, ist es eigentlich in der englischsprachigen Forschung erwiesen und klar, dass diese drei Symptomatiken, ADHS oder ADS, Autismus und Hochsensibilität, dass die im Grunde im Gehirn, das ist eine Sache. Und das sind nur drei verschiedene Ausprägungen davon. Okay? Im Gehirn ist das die gleiche Sache. Also die drei gehören zusammen. Das sind wie Schwesterkrankheiten. Ich will es aber gar nicht Krankheiten nennen. Das Wort gefällt mir überhaupt nicht. Auf Deutsch gibt es noch nicht so ein richtiges Wort. Mir ist es noch nicht eingefallen, das Wort, das mir gefällt. Aber Krankheit mag ich gar nicht. Es ist ein Zustand, in dem diese Menschen einfach sind. Sie sind nicht krank, sie sind nur anders. Sie sind anders gepolt, okay? Jedenfalls, diese drei Dinge gehören zusammen. Und die Menschen, die sowas haben, wenn du eins von denen hast, wenn du hyperaktiv bist, sag ich mal, jemand hat dir diagnostiziert, dass du ADHS hast, dass du hyperaktiv bist und ADHS hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit wahnsinnig groß, dass du auch ein paar Symptome und ein paar Nuancen von Hochsensibilität oder von Autismus hast oder von beiden. Wenn du Autist bist, bist du höchstwahrscheinlich auch überdurchschnittlich hochsensibel. Okay, und vielleicht hast du auch ein bisschen eine ADS oder ADHS, ein bisschen zappelig oder verträumt, eins von beiden. Die Wahrscheinlichkeit ist wahnsinnig hoch. Genauso, wenn du, welches war noch nicht dran, wenn du hochsensibel bist, dann hast du wahrscheinlich auch ein paar autistische Züge an dir, auch wenn sie nur leicht sind. Und es kann gut sein, dass du auch in Richtung ADS oder ADHS tendierst. Also die drei. In der Regel kommen sie nicht getrennt voneinander vor, sondern die Regel ist eher, dass man diese drei Sachen in sich vereint. Aber bei jedem Menschen ist es anders ausgeprägt. Jeder hat da seine eigene Mischung, sag ich mal. Es ist jetzt, als würdest du einen Cocktail aus drei Zutaten machen. Du machst aber die Mengen, die sind bei jedem anders. Und dann kommen noch andere Zutaten dazu, weil unser Leben besteht ja nicht nur aus der Tatsache, dass wir autistische Züge haben oder hochsensibel sind oder ADS, sondern noch ganz viele andere Sachen machen uns ja aus als Menschen, unsere Erfahrungen, unsere sonstige Persönlichkeit. Also stell dir vor, du machst einen Cocktail aus diesen drei festen Zutaten, ADS oder ADHS, Hochsensibilität und Autismus. Die drei Zutaten kommen immer rein, aber in verschiedenen Anteilen. Und dann kommt noch alles mögliche andere dazu, was dein Leben so ausmacht. Und dieser Cocktail am Ende, der bist du. Okay? Und was ich euch damit verdeutlichen will, ist, dass jeder von uns ist anders, aber trotzdem haben wir so viele Ähnlichkeiten. Und wenn du eins von diesen Sachen hast, dann hast du höchstwahrscheinlich auch ein bisschen was von den anderen beiden. Okay, das ist eher die Regel als die Ausnahme. Gut, und so viel ich weiß, bis jetzt im Jahr 2021, Anfang des Jahres 2021, kenne ich sonst niemanden auf YouTube, der euch die Zusammenhänge
zwischen und die Gemeinsamkeiten zwischen diesen drei Symptomatiken näher bringt. Ich kenne nur Leute und Videos, die das immer getrennt voneinander behandeln. Und wenn die über das eine sprechen, dann sprechen sie über das andere gar nicht. Das Einzige, was ich gefunden habe, was ich sehr interessant finde und was auch ein bisschen da mit reinspielt, aber es wird nicht so genau thematisiert, ist Hochbegabtheit. Ich kenne einen YouTube-Kanal, dort wird Hochsensibilität oft mit Hochbegabtheit in Verbindung gebracht. Was auch sehr gut passt, weil ja auch zum Beispiel Autisten, besonders die, die jetzt nicht extrem stark ausgeprägte autistische Züge haben, sondern eher leicht ausgeprägt, das würde man dann Asperger oder so nennen. Die haben oft eine überdurchschnittlich hohe Intelligenz und sind in bestimmten Bereichen, in so Inselbegabungen, sind sie hochbegabt. Also diese Beobachtung teile ich auf jeden Fall, dass Hochbegabung auch mit zu der Mischung reingehört. Okay? Also das ist das Besondere bei so schön anders. Gut, woher weißt du jetzt, ob du so ein Aha-Mensch bist? Woher sollst du es wissen? Vielleicht hast du keinen Zugang zu einem Arzt. Oder nur zu einem, der nicht so viel über das Thema weiß. Und du hast dir jetzt vielleicht nur YouTube-Videos angehört oder hast dir Sachen dazu rausgesucht zum Lesen und du bist irgendwie nicht sicher. Woher sollst du jetzt wissen, ob du das hast oder nicht? Also, ich kann dir natürlich keine Diagnose stellen, schon gar nicht in so einem Video, aber ich bin auch ganz grundsätzlich nicht berechtigt, Diagnosen zu stellen. Okay, ich bin kein praktizierender Psychologe oder sowas. Aber ich kann dir ein paar Anhaltspunkte geben, die du dir gerne auch als Notizen aufschreiben kannst, wenn da Sachen dabei sind, die auf dich zutreffen, die du mit deinem Arzt oder Psychologen dann besprechen kannst, damit er merkt, dass du weißt, wovon du sprichst. Okay, weil es ist so, dass viele Ärzte das Thema nicht so stark auf dem Schirm haben. Und ADHS hat man noch eher auf dem Schirm, aber nur wirklich so auf der Schiene, ja, wenn es in der Schule nicht so gut klappt, dann einfach Ritalin geben, dann wird das alles besser. Und das ist eigentlich das Einzige, woran Mediziner, so die, mit denen ich zu tun hatte und die ich so mitbekommen habe, das ist das Einzige, woran sie interessiert sind. Hochsensibilität, glaube ich, ist auch jetzt in 2021 immer noch kein Prozess oder kein so ja, zugelassener Weg da, das richtig zu diagnostizieren. Ich kenne keine Diagnose von hochsensibel, ich glaube, die gibt es noch nicht. Und Autismus ist auch so eine Sache, nur bei Menschen oder Kindern, wenn sie es schon sehr, sehr stark ausgeprägt haben, schon als kleines Kind, dass sie gar nicht reden und so, also die Sprache sich nicht normal entwickelt, dann wird manchmal als Kind das schon diagnostiziert, ansonsten frühestens im Vorschulalter. Und bei ganz vielen bleibt es auch der Autismus unentdeckt, bis sie schon weit im Erwachsenenalter sind, weil das einfach. Je nachdem, nach der individuellen Mischung, die dieser Mensch hat, fällt es nicht so auf. Oder er hat sich so sein Leben, er oder sie hat sich sein Leben so gebaut und gebastelt, dass man da Rückzugsorte hat und Sachen, wie man das irgendwie verstecken kann und es dann einfach nicht so auffällt. Okay, also ich gebe euch jetzt ein paar Symptome, die ich für ganz, ganz wichtig oder so halte, die euch nützen können, wenn ihr vielleicht ein Gespräch mit jemandem habt, der euch diagnostizieren soll oder der nochmal, Entschuldigung, der nochmal genau schauen soll, ob ihr vielleicht in eine von diesen Kategorien fallt. Also, fangen wir mal an mit ADS. Also ohne H, jetzt erstmal ohne Hyperaktivität, nur ADS. Wenn du eine ADS hast, dann bist du erstens mal eher introvertiert. Du bist vielleicht nicht hundertprozentig der Zeit immer nur introvertiert, aber so grundsätzlich in der Mehrheit der Situationen in deinem Leben bist du eher introvertiert und fühlst dich eher wohler, wenn du nicht das Zentrum der Aufmerksamkeit bist, wenn du nicht irgendwie vor allen Menschen ein Referat halten musst und wenn du nicht ständig in der U-Bahn, in der vollen U-Bahn oder in der Fußgängerzone in der Stadt rumlaufen musst, wo viel Lärm ist und wo viel los ist, sondern du fühlst dich wohler, wenn du Ruhe hast und wenn du dich so deinen eigenen Gedanken hingeben kannst, deinen eigenen Gedanken und deinen eigenen Vorstellungen, die in deinem Kopf wachsen. Okay? Das ist ein guter Indikator, sage ich mal,
dass eine ADS bei dir sein könnte. Und zwar diese Gedanken und Vorstellungen, die in deinem Kopf ablaufen, die sind so stark ausgeprägt, dass sie dich schon, ich will jetzt nicht sagen immer oder oft, aber regelmäßig lenken sie dich ab von dem, was du eigentlich machen wolltest. Also du sitzt und willst lernen oder du sitzt und willst irgendwas machen und du schaust ab, du merkst, dass es dir oft passiert, dass du dann aber aus dem Fenster schaust und einfach so vor dich hin überlegst und denkst und abschweifst und gar nicht das erledigt bekommst, was du eigentlich machen wolltest. Wenn dir das regelmäßig passiert, ist das ein ziemlich guter Indikator, dass da was sein könnte. Okay? Bei Kindern, wenn sie gerade im Vorschulalter sind oder in der so erste Klasse und sie gerade schreiben lernen, ist auch ein Indikator, dass sie die Zahlen oder Buchstaben, dass sie sie spiegelverkehrt schreiben. Okay? Ich weiß, dass heutzutage viele Forscher, Hirnforscher und Pädagogen auch und so, dass sie sagen, dass es für alle Kinder normal ist, dass sie die Buchstaben oder Zahlen spiegeln. Also diese Meinung kenne ich auch. Ich persönlich aus meiner Erfahrung mit den Kindern in meinem Umfeld und auch mich selbst und meine Geschwister als Kinder, ich kenne es eigentlich nur von Kindern, die tatsächlich so eine Ausprägung in Richtung ADS oder ADHS haben, dass sie die Buchstaben oder die Zahlen spiegelverkehrt schreiben. Okay, ist nur meine persönliche Erfahrung. Ich habe keinen Test, okay, dazu gemacht, um das mit den Zahlen jetzt genau zu beweisen. Es sind nur Erfahrungswerte. Dann kommen wir mal zu ADHS, also mit Hyperaktivität. Wenn du überlegst, ob du ADHS haben könntest, dann ist ein guter Indikator, dass du zum Beispiel, dass du merkst, dass du, sage ich mal, schnell überreizt bist. Und dass dein Mechanismus, deine Strategie, um dann wieder runterzukommen, um dich runterzufahren, ist meistens etwas, was mit Action zu tun hat. Du musst deinen Körper bewegen und dich auspowern, du musst deine Muskeln bewegen und sie spüren. Und das hilft dir, deine Überreiztheit runterzufahren. Okay? Wenn du also merkst, dass ein Tag Unterricht in der Schule oder ein Vormittag an der Uni mit mehreren Vorlesungen und Seminaren, dass der dich richtig fertig gemacht hat und du nicht mehr still sitzen kannst, dich nicht mehr konzentrieren kannst und dich einfach nur fühlst. Und wenn dein größter Wunsch dann ist, dass du jetzt schwimmen gehst oder joggen gehst oder ein bisschen Fitness im Fitnessstudio machst, irgendwas, was mit deinen Muskeln zu tun hat oder Fahrradfahren, irgendwas, was mit der Bewegung deiner Muskeln zu tun hat. Wenn dir das gut tut, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass du ADHS hast. Okay? Und natürlich allen Menschen tut Bewegung gut, nachdem sie viel gelernt haben oder so. Der Punkt ist jetzt, oder die Kunst ist, den Punkt zu erkennen, wann das nicht mehr im normalen Bereich ist, sondern dass es so regelmäßig und intensiv auf dich zutrifft, dass das nicht mehr im Normbereich ist, sondern dass man sagen kann, da ist eine leichte Verschiebung hin zu, dass es ziemlich intensiv und stark ausgeprägt ist und dann spricht man von ADHS. Okay? Auch so kleine Ticks mit deinem Fuß oder mit deinem Knie, wenn du da immer so zack, 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 zack so rum zuckst, sage ich mal, das sind auch so kleine Anzeichen von ADHS. Oder wenn du einen Beruf gewählt hast, wo du mit Absicht einen Beruf gewählt hast, bei dem nicht jeder Tag und jeder Tagesablauf gleich ist, sondern wo es immer wieder andere Sachen zu tun gibt und wo jeder Tag ein bisschen anders ist, weil dir sonst langweilig wird. Das sind auch so Anzeichen. Die Chance ist dann ziemlich gut, dass du. Und was ich auch noch dazu sagen muss, Rechtschreibung. Wenn du Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung hast, mit der deutschen vor allem, oder alle Sprachen, die nicht, sage ich mal, sehr phonetisch sind, also auch Französisch, wenn deine Muttersprache Französisch ist, Englisch auch, Französisch, Englisch, Deutsch. Mit Holländisch und den anderen Sprachen in Europa kenne ich mich nicht so gut aus. Wie dort die Schrift ist, da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Aber wenn du in Deutsch, Englisch oder Französisch Probleme mit der Rechtschreibung hast, zusätzlich zu den Sachen, die ich vorher genannt habe, dann ist das ein weiterer starker Indikator, dass da ADHS bei dir vorliegen könnte. Okay? Gut, kommen wir jetzt zur Hochsensibilität.
wenn du hochsensibel bist, dann merkst du, ich glaube, das stärkste und deutlichste Merkmal ist, was du schon wahrscheinlich sehr früh gemerkt hast, als du noch ein Kind warst, dass deine Umwelt von dir, sage ich mal, und von deinen emotionalen Befindlichkeiten ein bisschen genervt ist. Das ist der Welt um dich rum, dass du ihnen zu viel wirst. So, weil bei hochsensiblen Menschen sind die Reaktionen auf ihr Innenleben sind so stark und so überdurchschnittlich stark, dass andere Menschen, die nicht so sind, denen wird es einfach anstrengend. Sogar andere hochsensible Menschen, wenn sie mit jemandem zusammen sind, der auch hochsensibel ist und viel Zeit miteinander verbringen, dann wird es ihnen auch anstrengend. Es ist einfach so, weil die Mehrheit der Menschen nicht so stark nach außen die inneren Befindlichkeiten so stark nach außen zeigt und trägt. Okay? Du kannst dich nicht zurückhalten, wenn dir Tränen kommen, dann lässt du sie fließen. Andere können stärker diesen Impuls kontrollieren. Es soll jetzt nichts Schlechtes heißen, ich erkläre nur, was der Unterschied ist. Okay? Oder wenn du glücklich bist, bist du extrem glücklich. Und wenn du traurig bist, bist du extrem traurig. Du lebst alles also vollständig aus. Okay? Das sind so die Anzeichen für Hochsensibilität. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, was ich euch noch sagen könnte als Anzeichen für Hochsensibilität bei Männern und bei Jungs, bei Kindern, ja, kleinen Jungs, wenn sie noch Kinder sind. Weil oft geht es unter, weil genauso wie beim Autismus der Fokus immer auf den Jungs liegt, beziehungsweise die Jungs viel stärker und leichter bei ihnen erkannt wird, dass sie Autismus haben, so ist es bei Hochsensibilität, dass der Fokus da viel mehr auf den Mädchen und den Frauen liegt. Und Männer mit Hochsensibilität, erstens mal sind sie in unserer Kultur, sage ich mal, ein bisschen verpönt. Es wird jetzt vielleicht langsam besser. Können die Männer unter euch besser beurteilen als ich? Langsam wird es vielleicht ein bisschen besser, aber grundsätzlich ist es immer noch ein bisschen ungewöhnlich, wenn ein Mann von sich sagt, dass er hochsensibel ist. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, was ich euch sagen könnte als Hinweise oder Symptome, die jetzt speziell für Männer, wenn man da unsicher ist. Ich glaube, für Männer, du wirst es merken an einem Mann, dass er hochsensibel ist, dass er um jeden Preis, wirklich um jeden Preis, versuchen wird zu vertuschen oder zu überdecken, es nicht nach außen zeigen zu lassen, wie sensibel er ist und wie nahe ihm die Dinge gehen. Okay? Er wird ein Mann sein mit einer ultra harten Schale. Okay? Der mit Absicht ein Kleidungsstil hat oder so seine äußere Erscheinung mit Bart natürlich und der eine ganz lässige, coole, männlichen Kleidungsstil hat. Wahrscheinlich wird er ganz genau darauf achten, viel Sport zu machen, damit er Muskeln hat und sehr maskulin aussieht. Aber wenn du seine Stimme hörst, du wirst an der Stimme merken, dass er ein Sensibelchen ist, okay? Die Stimme kann man nicht, die kann man nicht manipulieren, okay? Und sie werden versuchen, auch durch die Art, wie sie reden und ihre Kommentare, das ist so einer, der in jedem zweiten, dritten Satz, fuck you, und alles Mögliche, ist mir alles scheißegal und so. Also die sind ganz, ganz hart, okay? Die es so wirklich darauf anlegen, so super hart und maskulin rüberzukommen, die sind meistens im Kern viel sensibler, als sie gerne möchten, dass ihre Umwelt weiß. Okay? Und man sollte sie auch nicht um Gottes Willen direkt darauf ansprechen, weil es ist ihnen unangenehm. Weil wir leben in einer Kultur, in denen ihnen, seit sie kleine Jungs sind, seit sie irgendwie 2 Jahre alt sind oder so, sagt ihnen fast jeder, dass sie hart sein sollen, dass sie stark sein sollen, dass sie nicht weinen dürfen, dass sie allgemein keine großen Gefühlsregungen zeigen dürfen, okay? Und für jemanden, der so stark empfindet wie ein Junge, ein kleiner Junge, der überdurchschnittlich sensibel ist, der muss noch viel mehr Energie und Kraft aufbringen, diese ganze Emotionalität und die Gefühle, die in seinem inneren Leben, zu verstecken, weil sich da viel mehr regt als bei jemandem, der gar nicht so sensibel ist. Also seine ganze die Arbeit von, weiß ich nicht, wenn er schon erwachsen ist, dann die Arbeit von 15, 20 Jahren liegt darin, dass er so
dieses Ich aufgebaut hat, diese Person, die er nach außen darstellt, die stark und männlich und sowas ist. Okay? Also geht bitte dann nicht zu so jemandem hin und sagt, hey, ich glaube, in Wirklichkeit bist du hochsensibel, okay? Macht es bitte nicht. Aber was ihr schon tun könnt und was ihr tun sollt, ist, dass ihr zu ihnen, sage ich mal, dass ihr ihnen zeigt, dass sie bei euch, wenn sie mit euch zu tun haben, dass ihr sie nicht dafür kritisiert, wenn sie mal eine Gefühlsregung zeigen oder so. Okay? Aber auf vorsichtige Art müsst ihr, ohne dass ihr das direkt ansprecht, dass sie einfach von euch vom Gefühl her spüren, dass ihr sie annehmt, so wie sie sind. Okay? Darüber werden sie sich bestimmt sehr freuen. Gut, dann kommen wir zu Autismus. Welche Symptome kann man so nennen für Autisten? Also, ein ganz typisches, krasses Symbol ist, wenn sie im Kindesalter sehr zeitverzögert und auch nur mit sehr wenigen Worten anfangen zu sprechen. Okay, das ist aber ein ziemlich krasses Symptom, was jetzt nicht bei jedem auftritt. Die Mehrheit der Kinder, sage ich mal, wenn sie noch Kinder sind, ihr Autismus oder ihre autistischen Züge merkt man eigentlich nur oder erst, wenn sie anfangen, fremdbetreut zu werden. Also so kann ich es auch bei meinem Sohn, so habe ich es in Erinnerung, als er noch bei mir immer zu Hause war, bevor er im Kindergarten war, hat man nicht wirklich viel gemerkt, außer vielleicht ein bisschen so körperliche Schwächen, so das Gleichgewicht halten, Koordination und so Klettern, Laufrad fahren und diese Sachen, die Kinder auf dem Spielplatz oft machen. Wenn sie da ein bisschen langsam sind oder es sich gar nicht trauen, weil sie das Gefühl haben oder es wirklich so ist, dass sie da sehr unsicher sind und das nicht gut können, das können so Zeichen sein, weil bei Autismus oft so eine körperliche Ungeschicklichkeit mit dabei ist. Okay, aber ansonsten, außer diesen körperlichen Sachen, merkt man eigentlich nicht so wahnsinnig viel, weil sie sich innerhalb der Familie und im familiären Kreis sehr wohl und sicher fühlen und da eigentlich, sage ich mal, aufleben und aufblühen und da kaum Unterschiede zu merken sind zu anderen Kindern. Außer wenn jetzt die Sprache betroffen ist. Aber ich meine jetzt bei denen, die eher leichter ausgeprägte Symptome haben, wo die Sprache nicht so das Thema ist. Wo man es dann merkt bei Kindern, ist, wenn sie in das Alter kommen, wo sie fremdbetreut werden. Wenn sie zum ersten Mal in eine Kita oder in den Kindergarten gehen sollen, dann wird man merken sehr schnell, dass die Abkoppelung, die Abnabelung von den Eltern oder von der Mama, je nachdem wer ihn oder sie zum Kindergarten bringt, schwer ist. Und dass es ein sehr langwieriger, anstrengender Prozess ist, bis sie sich an den Kindergarten gewöhnt haben und an die neuen Personen dort, die Betreuer und sowas alles. Das merkt man bei Kindern sehr stark. Und dann im Erwachsenenalter gibt es viel, wenn sie dann heranwachsen, so, dann gibt es viele Symptome, wie zum Beispiel, dass sie eher dazu neigen, wenig Freunde zu haben, so ein bisschen eigenbrötlerisch sind, gerne alleine, beziehungsweise nicht unbedingt gerne alleine sind, aber sie sind nicht so scharf drauf, jetzt so viele soziale Kontakte zu pflegen, immer die ganze Zeit. Sie mögen lieber so dieses Zuhause-Feeling von den paar Leuten, die zu ihrer Familie und ihrem engsten Kreis gehören, die sie sehr gut kennen. Da fühlen sie sich am wohlsten und sie wollen jetzt nicht ständig neue Leute kennenlernen und immer wieder sich auf neue Leute einstellen müssen und so. Und sie haben oft auch spezielle Interessen an bestimmten Themen, wo sie ganz, ganz viel freiwillig darüber lernen und sich dazu Wissen aneignen. Okay? Und vielleicht noch ein, zwei kurze Sätze zu den Mädchen, weil so wie bei Hochsensibilität die Männer oft untergehen und die Jungs, so ist es bei Autismus mit den Mädchen und den Frauen. Es gibt ganz viele Frauen, die eigentlich Asperger haben, aber es ist unerkannt. Und da ist so ein Indikator vielleicht, also bei Mädchen, die noch nicht erwachsen sind, die im Kindesalter sind, ist so ein Anzeichen vielleicht, wenn sie sich schwer tun, einen festen Freundeskreis zu finden, obwohl sie Mädchen sind, weil bei Mädchen ist es eigentlich ziemlich ungewöhnlich. Sie sind normalerweise ziemlich schnell
dabei, sich Freundschaften aufzubauen und Freundschaften zu pflegen. Und wenn du bei einem Mädchen merkst, sie möchte zwar eigentlich Freundinnen haben, aber es klappt irgendwie nicht so gut, aus irgendwelchen Gründen festigen sich die Freundschaften nicht wirklich und sie traut sich auch nicht so ganz, so wirklich auf andere zuzugehen oder hat da irgendwie Schwierigkeiten anzudocken, das könnte ein Hinweiszeichen sein. Und bei erwachsenen Frauen dann, da kann man sagen, für Frauen ist es so immer diese Diskrepanz zwischen ihrem Äußeren und ihrer Denkweise. Okay? Erwachsene Frauen, die die Asperger haben, die sind oft, sie versuchen oft betont, so ähnlich wie bei der Hochsensibilität und den Männern. Die hochsensiblen Männer versuchen betont männlich rüberzukommen. Die Frauen mit Asperger oder mit leichtem Autismus versuchen betont feminin rüberzukommen. Sie wollen gerne weiblich wirken. Und der Grund dafür ist, weil sie innerlich in der Art, wie sie Gedanken verarbeiten, wie sie Gefühle verarbeiten, ihre Denkprozesse und solches, da sind sie eher analytisch und eher von der maskulinen Energie getragen. Okay? Das heißt, innerlich sind sie eher, wenn du mit ihnen redest und mit ihnen Gespräche führst, wirst du das Gefühl haben, dass sie sich eher wie ein, dass man mit ihnen reden kann, wie man es eigentlich nur von einem Mann gewöhnt ist. Sie hat nicht dieses Zickige und dieses Beleidigtsein und sondern sie hat so einen rationalen, sie hat so einen rationalen, ruhigen, analytischen Gesprächsstil. Okay? Und das ist sozusagen, das steht im Widerspruch oder steht total im Gegensatz zu dem, wie sie äußerlich aussieht. Weil äußerlich versucht sie sehr weiblich rüberzukommen, aber die Art, wie sie ist, wie sie denkt, wie sie spricht, ist eher in Richtung, was klischeehaft, sage ich mal, in unserer Kultur als männlich wahrgenommen wird. Okay? Gut. Das waren jetzt nur ganz kurze Gedanken zu den Symptomen. Man kann da zu jedem einzelnen Bereich könnte man ganze Bücher füllen. Kann man unmöglich in einem YouTube-Video jetzt alles reinpacken. Aber das waren ein paar kurze Gedanken. So Denkanstöße. Wenn ihr noch weiter recherchieren wollt, dann hilft euch das vielleicht, dass ihr so ein bisschen so nochmal nochmal zusätzlich die Sicherheit oder den Push bekommen habt, dass ihr sagt, ja, ich glaube, bei mir, das könnte wirklich sein, dass ich das habe. Okay? Wenn ihr euch jetzt bei meinen Beschreibungen hier irgendwie angesprochen gefühlt habt. Gut, dann sind wir auch schon fast am Ende von dieser Folge 2. Oh Mann, ich bin schon wieder bei 37 Minuten. Ich sag's euch, wenn ich hier mit einem Podcast anfange, mit einer Folge, dann verfliegt die Zeit. Das ist der Wahnsinn. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich schon über eine halbe Stunde rede, aber es ist so. Ich bin bei 37 Minuten. Krass. Okay, also mache ich jetzt ganz schnell, komme ich jetzt zum Schluss. Ihr könnt so schon anders unterstützen und die Produktion von neuen Folgen, von neuen Podcast-Folgen unterstützen. Wenn ihr es noch nicht gehört habt aus dem ersten Video, könnt ihr da nochmal genau reinhören und nachschauen. Ihr könnt mich unterstützen, indem ihr zu Patreon geht. Der Link dazu ist immer in der Beschreibung vom Video unten drunter. Da findet ihr den Link dazu. Dort könnt ihr mich mit 1 € pro Folge oder auch mehr, das könnt ihr selbst entscheiden, könnt ihr mich unterstützen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, die ganze Folge immer zu hören, von einer Podcast-Folge. Auf YouTube hier, wenn ihr guckt, da werdet ihr immer nur Ausschnitte finden mit so kleinen Highlights von den Folgen. Wenn ihr die ganzen Folgen komplett hören wollt, ungekürzt, dann müsst ihr rüber zu Patreon. Dort sind die ganzen Folgen verfügbar, aber nur für die Leute, die mich dort unterstützen, mit mindestens 1 € pro Folge oder auch mehr. Das bleibt euch selbst überlassen. Dort könnt ihr dann die ganzen Folgen hören. Dort könnt ihr zuschauen live, wie ich die Skripte für die nächsten Folgen mache. Das heißt, ich schreibe auf, was die Inhalte sein sollen für zu einer Folge mit einem bestimmten Thema. Da könnt ihr live zuschauen und eure Kommentare und Fragen mit dazu reinschreiben, sodass ich gleich sehe, was euch am meisten interessiert, wo noch Fragen offen sind und welche Sachen ich noch genauer oder nicht so genau behandeln muss, weil ihr es schon wisst oder was auch immer. Da könnt ihr gerne mir euer Feedback geben. Das ist nur für die, die bei Patreon dabei sind, können sozusagen ein bisschen mitbestimmen und entscheiden, was für Inhalte genau drankommen. Okay,
Dann bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sagen, was die nächste Folge sein wird, welches Thema nächstes Mal dran kommt. Und zwar geht es um das Thema die geheimen Superkräfte. Weil, wie ich jetzt schon öfters betont und erklärt habe, möchte ich, dass die Menschen, die zu den Ahas gehören, dass sie sich gut fühlen, dass sie sich stark fühlen und dass sie sich besonders fühlen und dass sie wissen, was sie eigentlich alles können und wie toll sie sind und wie besonders sie sind. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns das immer vor Augen halten, welche Besonderheiten und welche Kräfte wir haben, die uns von anderen unterscheiden. Wo liegt unser Talent? Wo liegen unsere Superkräfte? Ich nenne sie Superkräfte, weil es Sachen sind, aus denen man Kraft schöpft und die andere so jetzt vielleicht nicht haben. Okay? Und in der nächsten Folge, in Folge 3, geht es darum, was die Superkräfte von Ahas sind. Und zwar hat jeder von denen, Autist, Asperger, Entschuldigung, Autist, Hochsensibler oder ADSler oder ADHSler, jeder von denen drei hat seine eigene Superkraft. Okay? Je nachdem, wo bei dir in deiner Persönlichkeit so der Schwerpunkt liegt. Und darüber spreche ich in der nächsten Folge. Darum geht es in der nächsten Folge. Da kannst du kennenlernen, was deine geheime Superkraft ist und wie du die nutzen kannst. Und wie es dir klar wird, dass das deine Kraft ist, damit du dich stark fühlst, damit du dich besonders fühlst und du dich gut fühlst und es dir gut geht. Okay? Gut, das war die Folge 2. Nächstes Mal geht's weiter mit den Superkräften und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss.